Mein Name ist Lotti, ich bin auch Teil des Teams und ich liebe Kirche, weil ich weiß, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, dann ist Jesus mitten unter uns. Und so habe ich auch den Titel genannt. Und ja, diese Aussage stammt aus Matthäus 18, Vers 20 und ist wahrscheinlich einer der meistzitierten Aussagen. aber dahinter liegt, oder ich glaube, das ist auch nicht ohne Grund, ich glaube, dahinter liegt eine so krasse Wahrheit und Klarheit für unser Leben. Und ich möchte in der kurzen Zeit, die ich mit euch habe, einmal kurz in den Vers näher einsteigen und uns den mal tiefer anschauen. Und zwar heißt es Matthäus 18, Vers 20, da spricht Jesus, aber ich sage euch, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir uns jetzt den Vers mal genauer anschauen, spricht Jesus hier anfangs von einer Personenanzahl, und zwar von zwei oder drei. Und an der Stelle könnte man sich fragen, warum jetzt zwei oder drei? Ich glaube, dass Jesus hierhinter etwas ganz Besonderes oder beziehungsweise diese Personenanzahl ganz bewusst gewählt hat, um unter anderem uns zu zeigen, dass es nicht auf eine Anzahl von Menschen ankommt oder irgendwie eine Masse gegeben sein muss von, weiß ich nicht, 500 Menschen, in der dann Jesus wirkt. Nein, ich glaube, dass Jesus hier mit dieser Anzahl an Menschen verdeutlicht und uns ans Herz legt, und dass er sich für uns eine Gemeinschaft wünscht, die aus mehr als nur aus einer Person besteht. Und dass Gott sein Reich baut mit weitaus mehr als nur mit einer Person. Und deshalb ist es gut, dass du heute hier bist. Genau, und ja, wenn wir weitergehen und in den Vers wieder reinschauen, heißt es, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Und ich möchte an der Stelle das in meinem Namen mal hervorheben. Das heißt, Jesus gibt uns hier den Auftrag, wir sollen uns in seinem Namen treffen. Und Jesus hätte an der Stelle ja auch sagen können, wo zwei oder drei sich treffen, da bin ich mitten unter ihnen. Aber nein, er gibt uns auch noch einen Anlass, einen Grund, weswegen wir uns heute hier treffen sollen. Und ich hatte in der Vorbereitung irgendwie so voll stark dieses Bild im Kopf von Jesus als Gastgeber. Ich glaube, Jesus möchte uns heute auch in diesem Gottesdienst als Gastgeber begegnen. Ich glaube, dass er uns einlädt, dass er uns heute dienen möchte. Und es liegt, glaube ich, an uns, ob wir an unseren alten Traditionen festhalten, an unserem begrenzten Denken oder ob wir einfach Jesus auch hier als Gastgeber wirken lassen heute. Okay? Okay, wie endet der Vers? Und zwar, ja, die Schlussfolgerung ist, wenn sich zwei oder drei in seinem Namen treffen, dann ist er mitten unter uns. Und ich möchte mit einer Bibelstelle heute Morgen so ein bisschen euch vergegenwärtigen, was das heißen kann, wenn Jesus wirklich mitten unter uns ist. Und da müssen wir in der Zeit jetzt nochmal kurz vorspulen, und zwar zur Zeit kurz nach der Auferstehung. Jesus ist bereits auferstanden, hat sich Maria gezeigt und zeigt sich an der Stelle den Jüngern das erste Mal. Und wir können lesen in Johannes 20, Vers 19, am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Erstmal krass, die Jünger treffen sich. Also die Reaktion hätte auch ganz anders sein können nach dem Tod von Jesus. Jeder hätte in sein altes Leben zurückkehren können, weil man einfach Angst hatte, man hat keine Hoffnung mehr gehabt. Man hätte sich isolieren können, aber die Jünger treffen sich. Und ich stelle mir dieses Treffen wahnsinnig emotional vor. Zum einen, die Jünger, die hatten unglaubliche Angst und aus Angst ja, reagiert man manchmal sehr seltsam. Ihr kennt das. Vielleicht ist aber auch eine Person heute dabei oder war da dabei, die ja einfach neugierig war oder Hoffnung hatte, weil Jesus ja bereits gesehen wurde. Oder lasst uns einfach mal an den Jünger Thomas denken, der einfach diese ganze Situation über nur gezweifelt hat. Also das wird auf jeden Fall eine sehr diskussionsreiche Runde gewesen sein. Und was passiert dann? Das können wir weiterlesen. Und zwar heißt es dann, plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Wo stand Jesus? Und zwar genau da, wo die Jünger ihn gebraucht haben, und zwar mitten unter ihnen. Wow, Leute, das passiert, wenn Jesus kommt, oder? Das ist crazy. Und das nächste, was er sagt, das flasht mich immer und immer wieder und rührt mich des Öfteren zu Tränen, weil er dann sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und das passiert, wenn Jesus kommt, Friede kommt. Und wir können weiter an der Bibelstelle sehen, was es auch dann mit den Jüngern gemacht hat. Und zwar in Johannes 20, Vers 20, da heißt es, und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Jesus zeigt sich. Jesus hat sich seinen Jüngern gezeigt. Er hat gezeigt, dass er auferstanden ist. Und die Konsequenz daraus ist,
dass die Jünger von einer tiefen Freude umgeben waren. Keine Unklarheit mehr, keine Angst mehr, nur noch Jesus mit seinem Frieden. Und das passiert, wenn wir uns in Gemeinschaft treffen, wenn wir das bewusst in seinem Namen tun. Und das liebe ich auch so sehr an Kirche, wenn zerbrochene Menschen, gebrochene Menschen zusammenkommen, sich bewusst in die Abhängigkeit zu Gott begeben, erwarten, dass er als Gastgeber wirken wird, und dann passiert's, Leute. Und ich liebe das auch so sehr an dieser Kirche, weil ich das hier so sehr spüren darf. Sei es heute hier im Worship, es war krass für mich die Zeit, sei es durch Predigt, durch Worte, die ich mit anderen Menschen sprechen darf, oder die First Wednesdays, wo man regelrecht vom Heiligen Geist umgehauen wird, oder jetzt zum Beispiel ganz frisch für mich, wo ich Jesus so stark spüren durfte, das war der Daughters Retreat. Wir waren nämlich jetzt am Wochenende, yes, come on. Wir waren am Wochenende sind am Wochenende ganz bewusst als Frauen zusammengekommen. Und es war der Wahnsinn. Wir haben uns auf den Heiligen Geist ausgerichtet und es ist crazy. Also diejenigen, die auf den Sons Retreat gehen werden, ihr könnt auf jeden Fall krasse Sachen erwarten. Und das ist Kirche. Und ich möchte uns heute auch so einfach eine Ermutigung mitgeben an dich und an mich. Lass uns wirklich so Menschen sein, wenn sie in Gespräche gehen, wenn sie sich treffen mit anderen Menschen, egal wo, mit wem, dass wir die Menschen sind, die in Gespräche hineingehen und in Treffen gehen und das ganz bewusst tun im Namen von Jesus. Dass wir uns ausrichten auf die Weisung, auf die Lehre von Jesus und auf das, was Jesus tun kann, weil dann wird er wirken. Amen.